Okay, das war's, Klaus. Hier sieht's doch aber nach Gegner aus. Gibt's eine Truhe mit Gold? Auch nicht schlecht. Hier braucht man dann eine Klaue. Ah, wir haben sogar die Klaue dafür. Ist das dann die Korallenklaue? Die, wo wir neulich erst gekauft haben? Ja, ich glaube Schlange, Wolf, Adler. Ah ne, dann wohl doch. Jetzt gibt es doch Gegner. Ingwald Schatten. Ja, moin du. Finde ich nicht korrekt. Definitiv nicht. Davon können wir uns erstmal ein paar reinpfeifen. Gewitzte alte Nordschritt, Axt der Kälte. Puh, wiegt die viel. Nee, du. Lass mal. Lass mal liegen. Helm von Ingwald. Okay, sorry. Sneed von Horomi. Mitgenommen, Zauberbuch wird mitgenommen. War der Helm von Ingwald. Wo ist denn der? Ah, da. Der ist natürlich auch gut. Sogar besser wie unser aktueller. Und Frostresistenz ist ja auch nie verkehrt. Da würde dann natürlich gleich auf den Deckel gezimmert. Aber das war's anscheinend schon. Tatsache. Das war's. Aber. Feind, ne. Ah, jo. Los, runter! Tschüss mal, dass der vorher nicht so gut reagiert, aber naja. Der arme Fuchs.
Wir haben ja die Kralle der abgekauft und sollten Bescheid sagen. Also tun wir das jetzt auch mal. Wenn wir was finden, weil ich glaube, so schlecht war das nicht. Also muss ich sagen, finde ich, da sieht die ganz schön gut aus. Altertümlich halt, aber gut. So, also. Ich tue, was nötig ist, um ein Auskommen zu haben. Muss ich ja wohl. Denn auf meinen Bruder kann ich mich nicht verlassen. Wir können ja anscheinend gar nicht Bescheid haben. I'm sorry. Ich hab's probiert. Ging halt nicht. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. So. Ein Pierjäger oder so in der alten Festung. Jetzt lassen wir uns erstmal das Kopfgeld geben. Habt ihr euch verlaufen? Ihr passt doch auf euch auf, oder? Meine Aufgabe ist es, dem Jarl zu dienen und nicht meine Zeit mit Reden zu verschwenden. Jupp, aber der Banditenführer ist tot. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 100 Gold. Mhm. Geht besser. So, aber der Jarl wollte doch noch von uns, und zwar den Helm von Winterfeste. Ja, da dürfen wir in die andere Richtung marschieren. Mal ein bisschen sprinten, um uns warm zu halten. Aber ich freue mich echt, wie Winterfeste vor dem großen Zusammenbruch ausgesehen hat. Ich meine, die Stadt war bestimmt größer. Gerade wenn du noch die einzige Akademie der Provinz hast. Ist halt schon interessant. Beziehungsweise halt die einzige Magieakademie. Es gibt ja auch noch die Bardenakademie. Ja, alles cool, alles cool. Nein. Für den schocke ich jetzt einfach mal ganz entspannt weg. Weil ich meine, man muss ja nicht wirklich unbedingt alles und jeden umbringen. Okay, da gibt es wieder eine kleine Unterschlupf. Oh. Oh. Für Shelly. Könnte es nicht sogar eine Anspielung auf The Big Bang Theory sein für Shelly? Lesen wir mal. Shelly, euer Schiff hätte schon vor Wochen ankommen sollen. Ich befürchte das Schlimmste. Ich habe mich auf diesem Felsen mein Lager aufgeschlagen. Da euer Schiff hier vorbeikommen müsste. Und bald werden wir hoffentlich wieder beisammen sein. Wenn ihr dies liest, bin ich vermutlich gerade auf der Jagd oder bringe einige Vorräte mit. Ich werde hier warten, bis ich euch wiedersehe. Mit treuen Grüßen, Tyrus. Ja.
sollte wohl dann nicht sein, oder? Aber das Feuer brennt noch. Tja, Bärchen. Noch kurz ein Bärchen erledigt. Ah, da oben wäre sogar noch ein Stein. So ein Wächterstein. Aber ob man da jetzt so schnell hochkommt. Ne, ich glaube, das können wir knicken. Zweifelsfall marschieren wir ihn nochmal dran vorbei. Und nochmal den Füt. Na, wuga. Ohne einmal berührt zu werden. Blub, 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 blub. Ich meine, ich weiß, wie schwer es ist, mit einfachen Klamotten zu schwimmen, aber mit so einer kompletten Stahlrüstung. Wir sind heavy unterwegs. Und das muss man sagen, wir sind richtig heftig unterwegs. Hier und der Höhlengang ist da. Mal kurz die Waffen bereit machen. Aber ich muss sagen, wenn von Ding her sieht es halt schon gut aus. Also mir gefällt's. Ein Ruheloser. Da glaube ich, ist die Hackfresse gebrochen. Okay, schauen wir erstmal da lang. Ihr gehört mir. Ein Geist. Meine Götter, nein! Genug!
Okay, die Geister sind verschieden stark auch. Bei dir hat die definitiv mehr Skalpen wie dir. Tagebuch Teil 1. Also, ihr könnt gerne wieder lesen. Ich versuche natürlich alle Tagebücher zu finden. Jo, ist ja gar eine Aufgabe. So, den haben wir schon. Gold, Gold. Nochmal Gold und überall 9 Gold. Der fällt aus der Reihe. Gegen Geist haben wir jetzt auch nicht so oft gekämpft. Das sind alles Frauengeister, oder? Dass die Geister kein Ektoplasma fallen lassen. Ich meine, es sind Geister. Aber das wird tatsächlich noch spannend. Stimmt, da kann man ja rüber. Nicht. Ha, did it. Nope. Aha. No. Fast. Nope. Kaching. Okay, so viel Kaching hat es jetzt zwar nicht gemacht, aber es war ein Kaching. Okay, aber da muss ich jetzt anders rüber. Und hier gibt's nix. Schade. Ich hätte mal eine Frage, können die eigentlich auch die Pfeile ausgehen? Also den gegnerischen NPCs, weil die haben ja immer auch nur eine bestimmte Anzahl von Pfeilen dabei. Oder haben die sozusagen nie endlich herkommen sollen? Ein Wicht.
hat sich brutal angehört. Gerade die Zombie-Erweckung. Woher kommt's wohl? Okay, ich glaube, wir haben es mit einem Psychopath zu tun. Also der wollte sich irgendwie so einen Harem aufbauen, wie ich es jetzt sehr schnell überflogen habe. Ein Harem aus toten Frauen, ja moin. Ist ja gar nicht gestört oder so. Auf den Thronsaal. Aber bevor wir den machen, lege ich jetzt erstmal einen Break ein und man sieht sich dann in der nächsten Folge. Bye, ciao, ciao und liken und abonnieren wäre geil. Wäre echt nice. Oder? Einfach nur so nice.